Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Turtles. Legen natürlich los, werden erstmal in den Shop gehen, unser Zufallspaket einsammeln. Checken hier auf jeden Fall erstmal die Lage und gucken natürlich, was es hier so gibt. Okay, Spider-Bites nehmen wir natürlich mit, dann schließen wir das, gehen hier auf Mission, werden hier erstmal das einlösen und können natürlich dann den Erfolg hier auch noch klar machen. Kriegen dann erstmal wieder einen Shredder mit dazu, das ist natürlich nice. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in den Kampf, suchen uns hier natürlich den nächsten Gegner. Aber vorher würde ich sagen, checken wir mal die Lage, ob wir hier eventuell ein, zwei Attacken verbessern können. Und ich sehe gerade, das können wir so, ja, bei Sheva Montes auf alle Fälle. So, dann gehen wir hier erstmal mal raus, checken natürlich die anderen auch gleich nochmal ab. Den Rattenkönig haben wir hier natürlich auch noch am Start. Den können wir auch noch ein bisschen verbessern, beziehungsweise die Attacke verbessern. Ich weiß nicht, levelt ihr die hier unten hoch mit dem Mutagen oder zockt ihr das nur frei? Also, das würde mich mal natürlich interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall ein cooles Ding. Also, wie gesagt, ich habe Mutagen ohne Ende. Könnte natürlich meine Charaktere pushen ohne Ende, wenn ich wollte. Aber das will ich natürlich erstmal noch nicht tun, weil ich ganz ehrlich soweit zufrieden bin mit denen und werde die natürlich erstmal noch so leveln. Also ich habe mir gedacht, ja, mein Mutagen hebe ich mir vielleicht dann später für meine geilen Charaktere auf und pimp die dann später. Ich weiß nicht, ist es sinnvoller oder nicht. Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr agieren? Also wie gesagt, schreibt in meine Kommentare. Habe ich den jetzt nicht verbessert? Doch, kann ich gleich nochmal verbessern. Alles klar. So, dann haben wir hier auch erstmal alles, können auf jeden Fall erstmal wieder in den Kampf gehen. Ich weiß natürlich noch nicht, was wir machen, aber ich würde sagen, wir checken hier mal die Herausforderung. Gucken hier natürlich mal rein, was gibt es hier überhaupt? Reise ins Ich, Chimera, okay, 25, da müssen wir aber, oha, da haben wir nur 53 Minuten Zeit. Ich will mal kurz was anderes checken. Hier haben wir nämlich noch 2 Tage Zeit, das ist natürlich sinnvoller hier anzugreifen. Würde ich sagen, gucken wir hier mal rein, was gibt es hier? Hier haben wir natürlich wieder mal ein paar Charaktere, die jetzt natürlich extrem heavy drauf sind. Also ihr seht natürlich, 5 Sterne haben sie, das ist natürlich extrem nice, aber wie ihr sagt, wir legen los. Nehmen jetzt natürlich erstmal den mit, dann nehmen wir, wen nehmen wir noch mit? Das ist natürlich die Frage. Ich will natürlich welche mitnehmen, die ich hier natürlich noch ein bisschen aufleveln kann. Das ist mir mal wichtig. Von daher denke ich, mache ich das. Alter, hier habe ich ja schon 2 Sterne jetzt. Ist ja geil, den können wir auch weiter pimpen. Ich glaube, mit denen brauchen wir die auch nicht probieren. Das wird extrem hart. Jetzt sagen wir, lassen mal den zu Hause. Ich will mal gucken, ob wir den wirklich weiter... Aber der hat ja eigentlich einen 2. Stern. Das heißt ja eigentlich, dass wir den weiter pimpen können. Aber 3 auf 10 ist natürlich auch ein bisschen mies. Ein bisschen... Ich würde sagen, wir lassen den erstmal zu Hause, nehmen nur 2 mit und nehmen dann hier auf jeden Fall den und den mit. Ich würde sagen, mit denen probieren wir das aus, checken hier mal die Lage und gucken, ob wir den Gegner hier so eine Flucht schlagen können. Also wie gesagt, ich bin gespannt, würde auf jeden Fall ein richtig hartes Ding. Aber ich denke, wenn wir uns ein bisschen gut anstellen, dann könnte es ja was werden. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Wen greifen wir als erstes an? Ich würde sagen, wir ihn auf jeden Fall erstmal auf den Lila nennen. So, gehen wir auf jeden Fall erstmal gut eine mit, kriegen dann auch erstmal eine volle Mütze, aber teilen natürlich auch gleich nochmal ein paar Kohlen aus. Ich weiß noch nicht, wo fangen wir an? Wollen wir erstmal auf den hier gehen? Ich würde sagen, das ist sinnvoll. Okay, der hat sich erstmal einen Spot angemacht, der Typ. Oh, das war natürlich nicht so nice. Mache ich das einfach mal so, dass ich immer nur auf ihn gehe, bis der weg ist. Ist vielleicht sinnvoller. Alter, hat der denn hier 4 Attacken? Da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die hier, die letzte. Alter, das ist ja mal mega genial. Alter, das war eine fette Attacke. Das ist auf jeden Fall richtig cool, dass man jetzt mal alle Attacken abchecken kann. Also ich finde es, wie gesagt, mega genial. Gerade mit den 3 Charakteren, die wir hier am Start haben. Von daher würde ich sagen, checken wir das auf jeden Fall auch gemeinsam ab und gucken da am Ende, was die so für Attacken drauf haben. Also das ist natürlich mega nice, wenn wir jetzt gleich nochmal dran sind. Werden wir das natürlich gleich nochmal checken. So, greifen dann erstmal den an. Dann greifen wir den hier an, würde ich sagen. Und dann können wir auf jeden Fall die nächste Attacke raushauen. Okay.
Nehmen wir auf den nochmal ruf. Und dann haben wir den am Ende auf alle Fälle auch gleich noch weg. So, dann nehmen wir auf jeden Fall eine nächste Welle. Welle Nummer 2. Hier müssen wir natürlich gucken, was am Ende hier so geht. Ich bin gespannt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. So, der erste ist weg. Das ist erstmal wichtig. Weiter geht's. Da würde ich sagen, greifen wir den hier an. Haben wir den Ungler erstmal ein bisschen was vom Kopf. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wie es weitergeht. Der war natürlich wichtig, der Konter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nice, das war richtig wichtig. Jetzt kontern wir gleich nochmal, geben den Ungler nochmal ein bisschen was mit. Und greifen jetzt natürlich erstmal den hier an. Ja, das war bitter, das hätten wir uns klemmen können. Aber ist egal. So, dann ist der weg vom Fenster. Haben wir natürlich jetzt nur noch zwei hier am Start, die uns irgendwie gefährlich werden können. Müssen wir mal gucken. Oha, einen haben wir verloren. Das ist natürlich erstmal nicht so cool für uns, aber ist egal. Können wir jetzt sowieso nicht ändern. Von daher würde ich sagen, greifen wir den hier erstmal an. Geben den erstmal eine mit. Killen den natürlich auch erstmal und haben dann natürlich nur noch einen Gegner hier am Start. Den greifen wir natürlich auch gleich nochmal an. So, okay, was macht er dann? Der greift da erstmal an, verfehlt aber zum Glück. Das heißt natürlich für uns, dass wir hier nochmal ausrasten können, kloppen ihn weg und sind jetzt in Welle Nummer 3. So, wie jetzt hier weiter? Schaffen wir es oder schaffen wir es am Ende nicht? Das ist natürlich die Frage. Ich greife erstmal da an. Dann würde ich sagen, wollen wir uns erstmal gesund machen? Das wäre, nö, das machen wir erstmal nicht. Ich glaube, das ist noch nicht so sinnvoll. Dann greifen wir den erstmal an. Ne, wir gehen gleich nochmal hier ruf, sehe ich gerade, der kann sich gesund machen. So, dann haben wir ihn erstmal gekillt. Das war natürlich wichtig für uns und unser Team. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal auf den hier ruf. Wir müssen jetzt natürlich abwarten. Oh, das war erstmal wichtig, dass der sich nicht geheilt hat, weil die Valve könnten dann eventuell... Na gut, das kommt darauf an, ob wir den überhaupt treffen. Oh, dann hat der auch noch einen Spot an. Das ist natürlich genauso mies. Aber gut, okay, dann ist es jetzt so. So, dann ist der natürlich weg. Dann haben wir jetzt nur noch drei Typen hier am Start, die uns gefährlich werden können. Ich würde sagen, wollen wir uns jetzt gesund machen? Oder wollen wir erstmal nochmal angreifen? Ich würde sagen, wir greifen erstmal nochmal an. Gehen jetzt erstmal auf den hier ruf. So, okay, was macht er dann? Oh, gesund macht er sie erstmal nicht, wenn er dran ist, oder? Oder doch? Aber wir sind erstmal dran, das ist natürlich nice. Aus dem Grund können wir den natürlich erstmal wegkloppen. Haben jetzt nur noch zwei hier am Start, können sie ja gleich nochmal kontern. Und können uns jetzt auch erstmal gesund machen, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, greifen wir auf alle Fälle gleich nochmal an. Ich weiß natürlich noch nicht auf jeden Fall jeden, aber ich würde sagen, hier wäre auf jeden Fall sinnvoll, den erstmal anzugreifen, den erstmal wegzukloppen. So, dann können wir erstmal kontern. Ah, der Konter ist weg, das ist ja bitter. So, aber ich glaube, den Sieg haben wir auf jeden Fall jetzt am Start. Von daher war es lange wert, wird gut. Von daher alle gut, alle schick. Also ich bin auf jeden Fall mega froh. Aber ich glaube, der Kampf ging auf jeden Fall mega mäßig lange. Aber ich glaube, für unser Team war es eigentlich relativ gut, relativ bombastisch. So, was kriegen wir? 90 Mutter gehen. Gut, okay, hier kriegen wir noch ein bisschen was dazu. Sind jetzt bei 10.000. Das heißt natürlich, ja, wir kriegen... Donatello mit dazu, alles klar, verrückte Wissenschaft, wir gehen weiter, können hier gleich nochmal reingucken, wollen wir hier noch einen Fight machen, ich weiß nicht, 3 auf 11, das wäre eigentlich auch nicht so verkehrt, da würde ich sagen, nehmen wir den auf alle Fälle erstmal mit, dann nehmen wir, wen nehmen wir noch mit, weitere können hier gepimpt werden, von daher würde ich sagen, suchen wir uns hier auf jeden Fall welche, den, und dann nehmen wir den auf alle Fälle noch mit.
Und wen noch? Das ist natürlich die Frage. Ich würde sagen, nehmen wir den noch mit. Gehen so auf alle Fälle mal in den Kampf und gucken, ob wir den Gegner so bezwingen können. Aber ich denke, hier brennt auf jeden Fall nichts an. Wir könnten eigentlich das auch ganz anders machen. Wir könnten den hier lassen, nehmen wir ihn auf 10 mit. Vielleicht sinnvoller. Ich würde sagen, so machen wir es. Und gehen so einfach mal in den Kampf, gucken, was hier am Ende so geht. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich mache jetzt einfach mal Autoplay. Okay, erstmal weichen die Typen hier aus, die gegnerischen. Das ist natürlich ja nicht so geil. Ich hoffe, die greifen wir nicht als erstes an. Oh, wir treffen sie sogar gleich mal. Das war wichtig. Also der Club sieht auf jeden Fall gut aus für uns. Oh, der macht sie erstmal nochmal gesund, alles klar. So, dann kriegt er da auch noch hin und dann geht's weiter in Welle Nummer 2. Wie geht's hier weiter? Das ist natürlich die Frage, aber ich hoffe, dass wir am Ende hier irgendwie durchkommen, ohne einen Charakter zu verlieren. Also wie gesagt, ich bin gespannt, gucken, ob wir packen. Alter, der hat ja auch so eine Spezialattacken hier. Die war auf jeden Fall geil. Würde ich sagen, greifen wir den auf jeden Fall gleich nochmal an. Geben den gleich nochmal eine mit. Und greifen den nur gleich nochmal an. Müssen jetzt natürlich gucken, wen greift er an. Wollen wir uns erstmal heilen? Ich würde sagen, wir heilen uns erstmal. So, dann greifen wir den natürlich nochmal an, ziehen den auf alle Fälle ab und haben natürlich jetzt nur noch einen Gegner hier am Start. Können jetzt natürlich Action machen, ich würde sagen, als erstes kommt die Attacke. Die rumpelt nämlich mal relativ gut drin, muss ich sagen, aber ich denke, der wird sie natürlich gleich mal heilen, wenn wir den hier vorher irgendwie weghauen können. So, dann nehmen wir gleich nochmal auf den Ruf, würde ich sagen. Und dann gehen wir hier auf den hinten. Hauen den weg und wenn der dran ist, ist der natürlich immer am Arsch. Nö, ich glaube, wir hauen den vorher schon weg. Oh, nee, doch nicht. Sehr schön, jetzt ist Schicht im Schacht. Den Gegner haben wir auf jeden Fall besiegt, haben alle hier am Ende behalten. Das ist natürlich auch mega nice. Also ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden mit dem Kampf. So, dann holen wir uns hier erstmal die Belohnung ab. Gucken natürlich, ob wir noch was bekommen. Nee, bekommen wir mit Sicherheit nicht. 12.000. Ah, das ist natürlich bitter. Ich frag mich, was das hier für ein Paket ist. Was kriegt man da? Ich glaube, das kriege ich sowieso nicht, Alter. Da muss man ja richtig knüppeln. 250.000, wir sind gerade mal bei 12.700. Also da seht ihr natürlich selbst, dass da noch mega viel zu tun ist. So, was machen wir dann? Welchen greifen wir an? Ich würde sagen, gehen wir hier nochmal ruf. Nehmen. Hier erstmal welche mit. Ich weiß natürlich noch nicht so genau welchen. Den. Nee, ich würde sagen, wir sind für heute durch und sehen uns auf alle Fälle im nächsten Let's Play. Sammeln uns auf jeden Fall nochmal und gucken, wie wir hier weitermachen. Für heute sind wir erstmal durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.